Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Soikoden 2. So ein bisschen, so ikonenmäßig. Ja, wird jetzt auch gefressen. Ich wiederhole diesen Part, weil ich den letzten gefehlt habe. Gefehlt in dem Sinne, dass ich den Kampf gegen Flick verloren habe. Du hast gespoilert, du Sau. Die kennen den... Doch, du hast ja vorher den Part behalten, ne? Und ja. Da lädst du ihn hoch. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Das wird optional. Dann habt ihr alle den Fail-Part gesehen. Wir sind alle froh und glücklich. Und alle Frauen, die jetzt zuschauen, sind höchst erregt, höchstwahrscheinlich bald dabei bin. Stell dich mal die vor. Die sind bewegt und eventuell sogar erregt. Möchtest du nicht lesen? Joey, sei uns willkommen! Du siehst gut aus. Du gingst fort, ehe deine Wunden verheilt waren, und wir sorgten uns sehr. Ich bin froh, euch wiederzusehen. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Du brauchst uns nicht danken. Wir haben nur getan, was jeder getan hätte, nicht wahr? Natürlich, Joey, und dies ist... Oh, dies ist mein Jugendfreund Rio. Rio und ich, wir gingen nicht zurück nach Highland. Wir können nicht nach Highland zurückgehen. Ich verstehe. Nun, betrachtet dies als euer Heim. Ihr seid hier jederzeit willkommen. Das stimmt. Ihr seid jederzeit willkommen. Ich hab euch etwas Gutes zu essen. Danke. Ich danke euch. Vielen Dank. Ich bin so glücklich. Mein Herz. es schlägt höher. Pelikan ist unglücklich. Onkel Joey, Onkel Rio, kommt her. Willst du jetzt uns wieder zeigen hier? Kinder. Sie geht schon mal in ihr Zimmer. Oh Gott, nein. Pelika, Joy und Rio müssen sehr müde sein. Lass sie eine Weile in Ruhe. Also Pelika. Okay. Sie ist, ja. Geht das auch ein bisschen schneller, Jungs? Was ist denn, Pelika? Hier drüben, hier drüben! Kommt mit dem Ohr näher ran! Pelika möchte dich um etwas bitten. Hörst du mir gut zu? Was ist denn, Pelika? Also, Pelika mit Mama und Papa nach Muse ging, sah Pelika etwas Tolles. Etwas Tolles? Ja, ja, bald hat Papas Geburtstag. Und Pelika... Bald ist Papas Geburtstag. Okay. Und Pelika möchte ihm etwas schenken. Als Pelika im Muse in dem Laden kam, sah Pelika ein schönes Holzamulett mit Sternen und einem Fisch. Meinst du, dass Papa es mag? Wie lieb. Ich bin sicher, dass er es mag. So... Wer so sagt, hat noch nichts getan am Tag. Sag ich mir auch jeden Morgen. Weißt du, wenn Pelika für Papa arbeitet, kriegt Pelika 2 Putsch. Pelika hat gespart und Pelika kann Amulett kaufen. Aber Pelika kann Dorf nicht alleine verlassen. Können Onkel Joey und Onkel Rio das Amulett für Pelika kaufen, bitte? Ich habe ihn jetzt eben gerade gesprochen. Das war jetzt der zweite Satz. Ja, ich habe ihn gesprochen! Du willst nicht lesen! Ich habe eben gerade gesagt, ich habe ihn eben gerade vorgelesen. Hast du nicht? Jetzt kommt's. Jetzt kann ich keine Wiederholung davon machen. Toll! Lies einfach, was da steht.
Hab ich doch. Nein! Was du grübst? Ja, siehst du, ich hab's doch mal gemacht. Aber sicher, nicht wahr, Ryu? 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 Ryu! Ja, sicher. Es ist ein Holzamulett. Es ist in dem großen Einkaufladen. Nicht vergessen. Du hast wertvolle 70 Potsch. Nein, mit diesen 70 Potsch. Jetzt sind wir vollkommen reich. Wir können uns jetzt die Welt kaufen. Wir kaufen nicht das Holzamulett. Wir kaufen gleich den ganzen Laden mit. So viel kriegen wir noch nicht mal von 100.000 Gegnern. Und mir das Geburtstagsgeschenk. Ich habe ihn wieder gelesen. Nee. Na toll. Warum willst du das nicht? Der Rumholika hat es auch mit mir hingekriegt. Ich hab Gedankenübertragung. Ich doch nicht. Muse ist westlich von Dorf Toto. Übrigens, wir haben es tatsächlich ein Let's Play gemacht. Es ist die Hauptstadt des Staates und es wird dort sehr lebhaft zugehen. Den Punkt habe ich auch dazu gelesen. Danke. Wie liegt das Geld nicht? Überlass es. Und. Also gut, ab nach Muse. Da hat uns Suikun Fan 1, mir vor allem, einen sehr guten Trick gezeigt. Ui. Wie du aus einer Mücke einen Elefanten machen kannst. Da ist er ja auch Meister drin. Ja, entschuldigt mal, aber es ist der helle Wahnsinn, was der hinkriegt. Und stinkt nun mal einen Satz und kriegst dann eben halt hin, den so lustig darstellen zu lassen, dass ich mich halb tot lache. Das ist eben so wie bei 1. Jupp. So. Was? Ein Holzamulett? Oh ja, dies hier. Es ist unverkäuflich. Ist noch nicht verkäuflich, genau. Es ist nicht verkäuflich. Danke. Ein Kunde, der mir etwas schuldet, dies ist vor einigen Monaten hier. Aber wenn du es wirklich haben willst, verkauf es dir. Wie wäre es mit 500 Putsch? 500 Putsch? Ich dachte, das bin ich. Sorry. 500 Putsch! Was? Nun, wenn du es nicht willst, ist es mir egal. 500 Putsch! Was machen wir, Ryo? Ich will das haben! Auf gar keinen Fall. Ich verstehe. Kannst du mal einen Augenblick warten, Ryu? Am besten geh raus. Der Siegerring. Wie viel gibst du mir dafür? Lass mich mal sehen. Hey, das ist ziemlich wertvoll. Ich kaufe ihn für 2000 Potsch. Gib uns das Holzamulett und wir sind quitt. Wirklich? Oh, vielen Dank. Also hier ist das Holzamulett. Nun, hier ist das Amulett und hier ist 1500 Putsch Wechselgeld. Kennt ihr jemanden aus Highland? Dieses Siegel ist aus Highland. Der Ring ist hat vielleicht einem Adligen gehört. Nein. Gehen wir, Ryo. Pilika wartet auf uns. Highland! Highlander! Es kann nur einen geben. Ich habe die Geschichte nie verstanden. Um den Highlander oder was? Ja. Ist eigentlich recht einfach. Und zwar ist das so, dass die... Es gibt Unsterbliche. Die können auf normalen Wegen nicht sterben. Der einzige Weg ist eben halt, indem man sie köpft. Das ist der einzige Weg eben halt, so einen Unsterblichen zu töten. Und um den Fluch eben halt zu brechen, beziehungsweise um eben halt quasi sterblich zu werden, müssen eben halt die Highlander oder eben halt diese Unsterblichen gegeneinander kämpfen. Der Highlander gibt es ja auch nur einen von. Und der
Der Hauptheld der Geschichte ist eben halt einer der letzten der Unsterblichen. Es kommt eben halt noch so ein bisschen Gangelage, bla bla blub. Es wird auch noch so ein bisschen Geschichte erzählt, aber allerdings kommt es am Schluss eben halt dazu, dass der Mörder von dem Mentor des Hauptprotagonisten, das ist der zweite, der am Schluss noch am Leben ist. Bling, 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 bling. Und eben halt der Highlander selbst, ich weiß nicht mehr seinen Namen, MacLeod, weiß ich auf jeden Fall noch, also den Nachnamen. Und die beiden kämpfen dann eben halt gegeneinander und MacLeod gewinnt. Findet aber während der Story, oder eben halt während des Films, trifft dann noch auf eine Frau, in der er sich auch verliebt. Und mit ihr kann er eben halt alt werden. Weil er ja jetzt der letzte Unsterbliche ist. Er kann eben halt wieder altern und auch quasi auf normalem Wege sterben. Okay. Oh oh. Bäh. Da hat, glaube ich, jemand ein Fünkchen gemacht. Einer hat gepupst und schon hat es Boom gemacht. Was? Was zum? Das liegt jetzt nicht vor. Bist ziemlich gut drin. Das letzte Mal habe ich das machen müssen. Was ist geschehen? Was könnte... Papa sagte, versteck dich! Darum versteckte sich Pelika so gut. Niemand findet. Pelika scheint wohl ein bisschen doof zu sein, weil Pelika redet doof. Ja, ist es auch. Aber Pelika hörte viel Lärm. Viel Angstlärm. Viel, viel Angstlärm. Darum ging Pelika. Pelika schaut etwas. Mir fehlen die Worte. Punkt, Punkt, Punkt. Die nicht zählbare Fassung. Und dann. Pelika sah Mama und Papa. Aber sie sich nicht bewegen. Voll von rotem, klebrigem Zeug. Na, solange es nicht weiß war. Wer ist das? Der Satz passt voll nicht rein. Ich weiß. Was war dann? Würde eher passen. Pelika! Pelika weiß, Mama und Papa sind tot, nicht wahr? Nein, die sind jetzt woanders. Die haben eine Reise ohne Wiederkehr gemacht. Handy, halt's Maul! Machen wir also wieder Taktik 1. Papa erzählte Pelika, als Pelika Katze... Pelikas! Da war noch ein S nebenbei. Ich seh's. Katze starb. Aber, es ist okay. Papa sagt, nicht schlimm, wenn man tot ist. Er sagte, es ist, als ob man weit, weit fort geht. Ja, so richtig, richtig schön Richtung nach unten, so höllenmäßig. Ach, da ist ja noch was. Stimmt das, Pelika? Jetzt schreibt mich doch nicht alle an! Pelika wird ein gutes Mädchen sein. So viel zum Thema, gutes Mädchen. Mama, Papa.
So, wer hat mich jetzt schon wieder so verkackt angeschrieben? Mir fehlen die Worte. Klappe 2. Okay. Wir haben eben gerade von einer roten, klebrigen Masse geredet. Mhm. Ich wurde angeschrieben mit, von wegen einer Blutlache. Oh. Hallo, ist hier jemand? Nein, wir sind alle, hier nicht vorhanden. Du bildest dir das ein! Ihr seid ihr nicht aus... Ihr seid nicht aus wie Highlander-Soldaten. Seid ihr Überlebende? Ja, sind... Ja, was ist hier passiert? Dies ist das Werk von Prinz Luca Blade. Er plünderte und verbrannte dieses Dorf, nur um seine Armee zu unterhalten. Und als nächstes wird er... Kennst du einen Mann namens Victor? Er ist ein Söldner aus der Nähe. Ich habe keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn du ihn kennst, bring mich zu ihm. Warte, das Mädchen, Pelika, sie weint noch, immer noch. Sie heult mir gerade das Hemd voll! Das ist mein Lieblingshemd! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Cersei mit dir, wenn das sein, wenn du musst. Wir müssen jetzt unbedingt gehen. Halt's Maul, du Scheiß-Handy! Schmeiß gegen die Wand, dann hast du Ruhe. Nein, das war teuer! Dann den Vaku raus! Das kann ich nicht, das ist fest verbaut! Mach's aus! Nein, dann kann man mich nicht mehr nerven! Hallo, Hanna! Es war mein Fehler. Ich hatte nicht genug Kraft. Ich konnte dieses Dorf nicht beschützen. Meine Reise war nur Zeitverschwendung. Kämpfen wir zusammen. Gibt es als immer noch eine Chance, mein Schwert zu schwingen? In diesem Fall werde ich mich euch anschließen. Der Hund blieb im Unverschont, oder was? Ja. Der Hund ist, hundisch. Ab zum Söldnerfot. Lauf doch schneller. Sag mal, hast du kein Fahrrad an der Marsch oder so? Warte mal eben. Ey, ich versuche die beiden zu zähmen, dann habe ich was zum Reiten. Oh, ich habe die kaputt gemacht. Nee. Das Gas ist alle. Ach so, das Gas ist alle. Machst du hier einen auf Crazy Frog oder was? Nein, ich habe zu wenig gefressen und darüber hinaus, das, was ich gefressen habe, das produziert kein Gas. Denn ist... Gas of Juice, not Gas of Juice. Denn ist entweder, Bohnen, und Eier. Es gibt noch Tönchen. Linsen, aber Linsen sind auf Bohnen. Tönchen gibt Tönchen. Und jeder Erbseinknall. Söldnerfestung. Dies ist die Festung von Victor. Beeilen wir uns. Ich denke, dass das die Festung ist. Ich hab nur so ein bisschen Katze. Hey. Es ist Apple, nicht wahr? Es ist lange her. Also ich wollte eigentlich Victor sprechen. Ach so. Weil ich so eine männliche Stimme habe. Dann machst du den gleich. Wie kannst du es wagen? Du benimmst dich hier wie der Pate. Alle Söldner und informierst uns nicht einmal. Wir haben uns Sorgen gemacht. Da waren Fehler drin. Statt gemacht stand da genacht. Da steht auch ein Fehler drin. Du hast Nerven, Victor. Ich kann es nicht glauben. Versprachst du nicht, dass wir in Kontakt bleiben?
Ich habe ein bisschen Katze von der Nase. Na, solange nicht ein Katzenpups kommt. Was? Ich. Jedenfalls, Apple, was machst du hier? Eine Besichtigungstour? Leider nicht. Luca Blight hat das Dorf Toto angegriffen. Ich kam her, um die Nacht zu verbreiten. Luca, der Prinz des Königshauses? Ja, es war schrecklich. Er raubte alles, was er in die Finger bekam, und brannte dann alles nieder. Dieses Kind ist der einzige Belebende. Fehler! Ist die einzige Überlebende. Oh, Nala, jetzt gehen wir vor der Sicht! Verdammt! Was hat er vor? Irgendwie tut sich gerade nichts mehr. Hallo? Noch da? Ich bin noch da, ja. Ich kann nicht mehr drücken. Jetzt geht's wieder. Ich dachte schon eben. Oh. Okay. Nein! Klick mal in den Emulator rein. Jetzt habe ich wieder Sound. Luca Blight beabsichtigt, den Stadtstaat zu erobern. Dies dient nur zur Vorbereitung. Dieses Wort ist ihm im Weg. Wenn er es unverschont lässt, riskierte er von hinten angegriffen zu werden, wenn er Muse erobert. Du machst Witze! Was ist mit dem Friedensvertrag? Der Scheiß da drauf benutzt als Toilettenpapier. Genau. Luca hat es so aussehen lassen, als habe der Staat den Friedensvertrag mit einem Überraschungsangriff gebrochen. Nun schreien alle Bürger verteilend nach Rache für das Leben der jungen Männer, die bei dem Angriff starben. Ach, so ist das also. Ach, hör doch auf. Er kann doch nicht alle mit seinen Trickkiste zum Narren halten. Okay. Also ganz ehrlich gesagt, es gibt auch Sachen, die sind echt schmutzig. Ja, ich sag's mal so. Es gibt ja dieses eine wunderschöne schützende Produkt aus Gummi. Einschmelzen und Kaugummis drauf zu machen. Nachdem sie verwendet worden sind. Lies lieber. Es wird so eklig. Ryu, Joey, gute Arbeit. Wir müssen eine wichtige Strategie diskutieren. Aber ihr müsst müde sein. Warum geht ihr nicht in euer Quartier und ruht euch aus? Sprich, Ryu geht mal wieder in seine Gefängniszelle. Oh nein! Ryu? Sie hat endlich in den Schlaf geweint. Armes Mädchen. Ryu, ich weiß einfach nicht, zu wem ich es halten soll. Ich dachte, dass ich ein Highlander sei und dass ich uns gejagt hätten. Das ist ein komischer Satz. Ja. Aber ich habe immer geglaubt, dass wir eines Tages nach Highland zurückgehen könnten. Das Massaker der Einhornbrigade. Captain Rhodes Verrat, das Dorf Toto niedergebrannt. Ich weiß einfach nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Du kannst mir vertrauen. Ich weiß, dass ich das kann. Danke, Ryu. Der gute alte Leona kommt rein. Ach, ihr seid hier. Da seid ihr. Victor ruft euch. Was ist los? Ihr beide seid so niedergeschlagen aus. Ihr seht so niedergeschlagen aus. Gehen wir, Ryu. Mein Hemd! Jetzt wein nicht um dein verdammtes Hemd. Eine kleine Zwischenspeicherung tut niemanden zu schaden. Pool. Bist du heute wieder verpolt? Ich
speichere aus diesem Grund, damit ich diese Szene nicht nochmal machen muss. Ich hatte das Problem ja schon mal. Rio, Joey, ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ich weiß nicht, wie lange dieses Fort gegen Luca Blight noch zu halten ist. Aber wir haben uns entschieden zu kämpfen. Ich gehe nach Muse, um Verstärkung zu holen. Ich werde einen guten Platz suchen, wo man Fallen legen kann. Ich sammle Soldaten und Waffen. Wir werden alles verwenden, was wir finden können. Seht euch das an, Rio, Joey. Man nennt sie Feuersperre. Es sind Waffen, die Zwerge vor langer Zeit geschmiedet haben. Stimmt nicht, in Suikoden 1 kamen die doch auch schon vor. Vor langer Zeit. Suikoden 1 spielt 3 Jahre zuvor. Ja, aber die wurden auch dort schon geschaffen. Stimmt, aber von den anderen Typen. Oder ne. Oder auch von Zwergen? Oder, nee, warte mal, eben ist. Ist ja auch scheißegal! Nee, in diesem Teil gab's doch diesen einen Typi, der ist doch. Ja, aber wer hat die denn im ersten Teil gemacht? Weiß ich nicht mehr. Aus ihren Spitzen schießt Feuer heraus. Wir haben mehrere dieser Feuersperre im Lagerraum des Forts. Sie können sehr nützlich sein, aber sie sind ganz verrostet. Ja, nach 3-4 Jahren ist das eben halt der Fall. Ja, ich sagte euch doch, lasst auf, passt auf, doch, passt ihr, oh. Dass ihr auf euer Spielzeug besser aufpassen solltet. Ruhe! Jedenfalls müssen sie in Ordnung gebracht werden. Leider ist nur ein Mann dazu in der Lage. Stimmt, die müssen wieder restauriert werden. So war das. Genau. Ein Mann, der hier in der Nähe wohnt und Zeit des Götterspeers heißt. Rio, Joey, könnt ihr Zeit für mich suchen? Werdet ihr das für mich tun? Bitte! Oh bitte! Ich ziehe euch an! Wirklich? Vielen Dank! Ich zähle auf euch! Ich habe etwas Geld, das ihr zwei geben könnt. Gibt es. Oder wächst nicht aus. Nein, ich kaufe jetzt den ganzen Laden dafür. Und wie viel Kohle gibt es für uns? 2000 Putsch. Du hättest 2000 Putsch? Dafür können wir eine ganze Armee kaufen! Zai lebt in der Nähe des Dorfes Ryubo. Er zog sich in die Bergen zurück, weil er alleine sein will. Geht also und findet Zai. Wir zählen auf euch. Ich finde den Typen cool. Zai? Ja, er wohnt alleine. Das finde ich schön. Gehen wir, Ryo. Kaugummis. Rutten weg von Kaugummis. Wieso Pfoten weg von Kaugummis? Ungesund. Was ist, wenn man besonders zuckerarme nimmt? Dennoch. Ungesund. Fliegen die Zähne. Ich mag aber Kaugummis. Hab's seit Jahren aufgegeben, die Dinger zu kauen. Oh, eine Vase. Eine Fehlschlagurne. Ja, das kann man sehr stark annehmen. Ich kann die gerade beschützen lassen, wenn ihr einen Schützer gibt. Aber ich denke höchstwahrscheinlich nicht, dass es. Ja, nee. Doch nicht. Es gibt doch keinen. Ab in den dunklen Wald. Hänschen klein ging allein in die alte Welt hinein. Sprang vom Dreier auf die Eier, morgen gibt es Spiegeleier. Das kann ich jetzt nicht.
Immer wieder was Neues gelernt. Ricky Mao, Millie. Samsa und die drei üblichen Verdächtigen. Hast du denn schon die Geschwister-Kombo und die Freundschaftskombo gezeigt? Ja. Das ist gut. Das sind wir nur Saubermacher. Ah, so ein bisschen putzen. Gerollte Fischbällchen. Ballon. Ja, da bin ich sagen, wieder mit Ballon, wo ich das Bild gezeigt habe. Wenn du drei Ballons in meinem Kopf hast, fliegst du weg. Aber diesen Zustand habe ich nur selten erlebt. Fly, fly away. I believe I can fly. I believe I can touch my Kai. Niemand da. Was sollen wir machen? Wollen wir eine Weile warten? Ja, lauf doch noch sinnfrei im Raum. Ich vermute, dass er nicht zurückkommt. Ja, und zack, da ist er. Was? Ich mag es nicht, wenn Leute in meinem Haus kommen, wenn ich nicht da bin. Was? Bist du Teil des Gottessperres? Dieses Mal anders geschrieben. Gottessperres? Nein, einfach nur Zeit. Doch egal, was wollt ihr von mir? Wir brauchen, wir kamen, weil wir dich brauchen. Die Feuersperre, stimmt's? Ich hörte, dass Luca Blade das Dorf Toto angegriffen hatte. So, Mann. Es ist also wieder Krieg. Nun, Mann! Hä? Mann, oh Mann, Alter, ich will erstmal was dazwischen labern. Manometer, das Ganze hat sich aber ganz schnell verbreitet. Also, es ist noch nicht mal 10 Minuten oder so her. Bitte hier einmal 10 Minuten zurückspulen, danke. Wo das Dorf abgefackelt ist. Stimmt. Nun, ich habe meine Sachen bereits gepackt und bin jederzeit startbereit. Gehen wir. Er hat das also schon erwartet. Ich brachte dies mit. Es ist die Bezahlung für deine Arbeit. Ich verlange keine Vorauszahlung für meine Arbeit. Du kannst es behalten. Wenn die Arbeit fertig ist und wenn wir die Highland Abbey schlagen... Könnt ihr mich immer noch bezahlen. Irgendwie so... Und wenn ihr die Highland... Und wenn wir die... Wenn wir die Highland Armee schlagen, könnt ihr mich immer noch bezahlen. Das ist schon richtig so. Achso, ich hab schon falsch betont. Zeilgruppe beigetreten. Juhu, wir haben noch einen weiteren Star auf Destiny. Die gute Miller fliegt. Hallo. Millie, nicht Miller. Stimmt. Okay, bis später. Und jetzt geht's zurück ins Söldnerfort. Und unterwegs speichere ich ab! Was zum Geier soll der Scheiß? Behält etwa der Typ seine jetzigen Dings bei, wenn ich abgekratzt bin? Warum hat er aber nur 20 HP? Frag ich mich auch. In Samsa solltest du vielleicht auch heilen. Hätte ich gerade vor. Verstehe einer diese Welt. Verstehe einer die Welt von Soikoden. Das solltest du besser als ich. Ja, nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem vierten, nach dem fünften und schließlich
nach den Tactics und Tierkreis solltest du die Kunden verstehen, ja. Aber weißt du was? Ich weiß wenigstens etwas mehr als ein anderer gewisser Typ, dessen Name ich jetzt nicht ernähren müsste. Der Typ sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Richtig. Ich weiß, ist dein Vorname, dein richtiger Vorname. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Du darfst gleich jemanden ganz berühmten sprechen. Oh nein. Nein, das ist dein Part. Nein. Du kannst aber Tierstimmen besser als ich. Den hab ich doch schon längst geholt. Ach, Shiro hast du schon. Hab ich schon längst. Ich hab alles schon aus dem Wald geholt. Aber wen darf ich denn labern? Überleg mal, wer gleich kommt. Stirbschwein? Ja. Soll ich den schwul machen? Nein! Okay, ich mache ihn schwul. Oder soll ich den Doofisch machen? Nee. Soll ich ihn wahnsinnig machen? Hört das ganz... Ah! Wir gehen in die Richtung. Der Befehl war, dass niemand das Dorf verlassen darf. Stopp! Du kannst nicht entkommen, Dummkopf. Töten, verbrennen! Sterbt, ihr schwachen Würmer! Ist das für dich wahnsinnig genug? Ja, das passt. Bitte, lass mich am Leben. Dass ich nicht lache! Euer kümmerliches Leben ist es nicht wert, geschont zu werden! Punkt! Ausrufezeichen! Das ist so grausam! Glitzer, Glitzer. Bitte, stopp! Alles, was ihr gewürmen könnt, ist es, um euer Leben zu betteln. Wollt ihr unbedingt weiterleben? Ja, ich mach alles. Nur tötet mich nicht. Ach, wirklich? In diesem Fall, mache mal wie ein Schwein. Was? Ich sagte, verhalte dich wie ein Schwein. Ja. Oink, oink, oink. Oink, Mann. Oink, 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 oink. Ich kann die ewig im Kreis rennen lassen, wenn ich wollte. Sehr gut. So, das bedeutet... Stirb, Schwein! Er hat ihr einfach nur das Schwert über den Kopf gezogen. Sind wir ja schon fertig, Luca, Prinz Luca? Wir haben genug angerichtet. Ist wahr? Genau. Sind nicht sechs Wähler. Fertig? Mein Schwert dürstet immer noch nach Blut. Hast du gerade Schwein gesagt? Mein Schwert. Ah. Du, verbrenne diesen Ort. Brenne alles nieder. So, das ist also Luca Blade. Er ist unmenschlich. Ich werde das niemals vergessen. Warte mal einen Augenblick. Luca Blade besitzt Kräfte, die nicht von dieser Welt stammen. Du und ich haben keine Chance, gegen ihn zu kämpfen. Aber es gibt noch eine andere Gelegenheit.
Wir haben keine Wahl. Verdammt! Mir fehlen die Worte. Punkt, Punkt, Punkt. Die unbekannte Ausführung, die dritte. Ballen wir uns. Als nächstes werden sie das Fort von Victor angreifen. Wenn es schellt, wird das ganze Gebiet von Heiden besetzt. Gehen wir. Wir müssen kämpfen. Alle gut. Und zuvor speichere ich nochmal ab. Speicherus Numerus, die 5788. Komma 3. Hä? Und schon wieder ein Skip. Oh, ihr seid zurück. Hurra! Onkel Joey, Onkel Rio. Pelika. Ein Mann, der wie ein Bär aussieht, sorgt sich um euch. Aber Pelika wusste, dass ihr zurückkommt. Bald euch, okay? Gehen wir. Okay, okay, okay. Ich habe so viel Okays gesagt. Okay, 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 okay. Ich hoffe, ich kann laufen. Nein, du machst jetzt einen auf Quob. Nein, das mache ich jetzt doch nicht. Du willst nicht einen auf Quob machen? QWOP? Ich will das tun. Speichern, nur speichern. Ich hab wieder Katze neben mir. Möchte gestreichelt werden. Du hast Katze? Ja. Du hast super Deutsch? Ja, ich hab Katze. Ob ich jetzt gleich nochmal 3 Millionen Mal speichere, komm ich auch nicht vorwärts. Ich muss auch immer die Fresse polieren heute. An dieser Typ ist ganz dezent in Blau gekleidet. Und ich dachte, er wäre rot, blau, gelb, violett gestreift. Lila, blassblau. Lila, blassblau? Ja? Hast du das gegen meine Wortwahl? Nein, Nala, gehst dich dahin. Also ich mag rot-blau, gelb-violett gestreift für den Typen aber besser. Okay. Das hat sowas Schwules an sich. Ach so. So, ihr seid also unverletzt zurück. Rio, Joey. Ich hörte, dass das Dorf Rio angegriffen wurde und machte mir Sorgen. So, warum sage ich eigentlich schon wieder so? Ist das der Mann, den Sie Zai nennen? Verdammt, ich krieg jetzt, glaube ich, die Stimmen ein bisschen auseinander. Zusammen fusioniert Luca und Victor. Ich bin Zai. Freut mich, dich kennenzulernen. Wir haben nur wenig Zeit. Ich beginne sofort mit meiner Arbeit an den Feuersperren. Vielen Dank. Hoffen wir, dass sie noch funktionieren. Rio, Joey, gute Arbeit. Ihr zwei habt genug getan. Bereitet euch für die Flucht zur Stadt Muse vor. Muse. Meine Muse! Ihr habt nichts mit diesem Kampf zu tun. Vielen Dank, dass ihr Zai holtet. Ich möchte an eurer Seite kämpfen. Ihr wollt was? Eure Bereitschaft freut mich, aber... Ich möchte nicht, dass uns jemand auffällt. Darum werde ich euch prüfen. Hallo, Katze, das ist mein Kabel. Das ist Kabel, das ist lecker, das ist... Ryu, wenn du mich ein bisschen verletzen kannst, erkenne ich dich als Krieger an, okay? Einverstanden. Okay, bereite dich vor. Alles klar, hoffentlich weiß ich noch ungefähr, was ich da gelesen habe. Los, schwing einmal einen gegen mich. Das heißt, er verteidigt sich. Ich glaube, das war Angriff. Ein wilder Angriff. Glaube ich, oder?
Wildangriff ist nicht. Ich hab dir aufgeschrieben, Wildangriff. Was muss ich überlegen? Verteidigung oder Angriff? Verteidigung oder Angriff? Ah, ich mach Angriff. Wildangriff wäre jetzt schiefgegangen. Stimmt, Verteidigung wäre dann wilder Angriff, erwartet er dann. Achtung, geh besser aus dem Weg. Das ist wilder Angriff. Das ist wilder Angriff, ja. Ich habe die wilden Angriffe aufgeschrieben gehabt. Das ist so ein bisschen anders da. Hier steht, hier kommt. Und da sagt Achtung. Oh, von fertig, wie schön. Er sagt ja, wenn du ihn ein bisschen verletzen kannst. Ziemlich gut. Hey, Victor, er kann ziemlich gut kämpfen. Ich stimme für ihn. Vielleicht bist du aus der Übung, Flick. Was hast du gesagt? Okay, Ryo, Joey, ihr beiden dürft eine Kompanie führen. Denkt euch einen Namen für die Kompanie aus. Alles klar. Ryo, strengen wir uns an. Jo, immer doch. Ryo, was machen wir denn mit dem Namen der Kompanie? Kompanie Rückzug tot. Dragon Company, Orange Company, Scarlet Company, Ryo und Joey Company. Was machen wir denn? Ryo, welchen Namen würdest du gern nehmen? The Gate of Destiny! Allianz. Die Allianz. Was ist auch in der Lösung? Also Schwanz gebrochen. Alias hast du geschrieben jetzt. Allianz. Oh. Schwanz gebrochen, Mütter gesagt, hoffentlich Allianz versichert. Allianz. Allianz Company? Okay, entscheiden wir uns. Ich möchte Orange Company auch. Ich mochte Orange Company auch, aber... Wobei Scarlet gefiel mir auch ganz gut. Nehmen wir deinen Namen. Punkt. Das war doch okay, nicht wahr, Ryo? Die Heilende Armee kommt! Versammelt euch, alle auf dem Platz! Hör auf zu pennen und komm auf dem Zimmer! Hast du gehört? Sie kommen endlich! Na, Joey, wo warst du denn gewesen bei der Nacht und wo war Pelika in der Nacht? Ich will es nicht so genau wissen. Wie niedlich! Es sind 1, 2, 3, 4, 8, 12! 12 kleine pisselige Soldaten! Hört alle zu! Ja, es sind auch nur eben halt unsere gewöhnlichen 18 Leute plus die 4. Das sind mal gerade 22 Mann. 22 Vollidioten. Einer mehr und man hat eine Fußballmannschaft. Sprich, im Geiste sind wir auch noch dabei, dann haben wir also eine komplette Fußballmannschaft. Es ist doch zum Heulen. Hört alle zu! Nach Berichten unserer Kundschafter kommt die Highlander mehr hierher. Bereitet euch auf einen harten Kampf vor. Wir haben auf dem Weg, ihrem Weg einige Fallen gestellt. Das wird sie etwas aufhalten. Die Feuerschwere sind bereit. Ich danke allen, die die Nacht gearbeitet haben. Und sie repariert haben. Danke. Repariert haben. Wenn dieses fortfällt, beherrscht Highland dieses ganze Gebiet. Ihr wisst alle, was mit dem
Dörfer Rühe, Tote und Rühe geschah. Wir dürfen diesen Kampf nicht verlieren. Der Zaun ist auf jeden Fall echt episch. Der Zaun ist total episch. Der ist definitiv für eine Belagerung sehr gut geeignet. Die Barrikaden sind auch recht gut positioniert, nämlich verkehrt herum. Von daher, es kann nichts schief laufen. Okay, Apple, erläutere deinen Schlachtplan. Nach Auskunft von Flick wird in etwa 10 Tagen die Unterstützung aus Muse eintreffen. Wenn wir bis dahin durchhalten können, haben wir eine Chance zum Sieg. Unsere Hauptstrategie ist die Verteidigung, aber zunächst werden wir von hier aus auch angreifen. Das wird sie frustrieren und ihre Verteidigung schwächen. Nebenbei, erstens, sie ist kein Silverberg. Von daher, alles, was sie sagt, kann und wird gegen sie verwendet. Danach brauchen wir nur unser Fort zu verteidigen und auf Hilfe zu warten. Das ist alles. In 10 Tagen, mit 22 Mann und Frau, wovon eines davon ein Kind ist. Ja. Dann haben wir 2 Frauen. Bei 10 Tagen, meine Güte nochmal, das wird auf jeden Fall eine ziemlich anstrengende Woche für die beiden. Außer die Hälfte ist natürlich verkehrt rum gepolt. Ach so, du meinst so von wegen, hallo. Genau. Habt ihr alle verstanden? Oder sie sind asexuell, das kann natürlich auch sein. Gut, im Namen des großen Löwen auf unserer Fahne retten wir unser Fort. Das komplette Beste von Victor, von Flick. Ja, wo bleibt er? Ich sagt das Ding ist ein Löwe. Das sagt schon wirklich gar nichts. Punkt, 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 die unbekannte Ausführung. Seid ihr beiden bereit? Wir sind jederzeit bereit. Gut. Ich setze große Erwartungen in euch. Oh mein Gott. Ich sehe sie, die Heidelarmee. Du bist hinter dem Brunnen hervorgekommen. Du bist höchstwahrscheinlich noch aus dem Brunnen herausgekrochen. Von daher, du bist blind wie ein Blindfisch, von daher, deine Meinung zählt nicht. Gut, auf geht's! Willst du? Sobald werden wir in der Lage sein, das fortzusehen. Ich möchte wetten, dass sie zittern wie kleine Mäuse. Okay, bringen wir es hinter uns, ehe Lord Luca kommt. Seid nicht unvorsichtig. Du könntest deinen Kopf verlieren. Ich stimme zu, dass wir sie fertig machen sollten, ehe Luca kommt. Andernfalls haben wir vielleicht keine Chance. Habe ich recht, Kalgen? Es ist unklug, töricht, riskant, auf sich zu... törichte Risiken auf sich zu nehmen. Danke. Spart euch besser eure Kräfte, bis ihr sie braucht. Wie langweilig. Eine verpasste Chance ist eine verschwendete Chance. Der Feind ist uns... Der Feind hat uns unterschätzt. Greifen wir rasch an. Kampf beginning. Zugegeben, dieses ganze Sim liebe ich. Sekunden 3 ist beschiss. Los geht's. Hey, da mal durchbrettern. Danke. Tschüss.
entsperrt. Alle Angriff! Rune, Feuerspür. Einmal flambiertes Toast. Ha, wenn du zu eifrig bist, kannst du dich verbrennen. Kavallerie. Rio, lass mich dir erläutern, wie man kompaniert. Kommandiert. Kommandiert. Als erstes wählst du die Einheit, die du bewegen möchtest. Das heißt, diese kleine Witzfigur. Ja. Als nächstes wählst du das Ziel, dass du dich. Du kannst dich nun nur in die. Ich kann nicht mehr lesen heute. Soll ich sonst machen? Ja. Du kannst dich nur in die Gebiete bewegen, die ihre Farbe wechseln. So. Ich kann jetzt auch kaum noch mehr lesen. Das hat sich jetzt abgefärbt. Dankeschön. Ich bleibe stehen. Als nächstes wählst du deine Aktion Angriff, um deine Gegner anzugreifen. Warten, um einfach nichts zu tun. Und Rune, um spezielle Fähigkeiten einzusetzen. Ach so, ist das okay. Rune, Feuersperre, einmal quer durch, Brutzel, Schwertchen, für alle drei, zack, einer dood. Nein, er wird verbrannt. Ein Überraschungsangriff, was? Zeigen wir diesen Abschaum von Söldnern, wo es lang geht. Söldner? Söldner? Kann man mich kaufen, cool? Ich glaube ja. Ey, Rio läuft mit. Warte mal eben. Wenn man mich kaufen kann, dann bin ich ja eine Bitch. Eine Schlampe. Oder ein Strascher. Eine Prostituierte. Na toll. Was sind das für Waffen, die sie haben? Kommt ihnen nicht zu nahe. Seed, Seed Destiny. Seed, das heißt doch Kern, oder? Saat oder Kern. Oder? Nee. Feuersperre? Aber wie konnten sie... Juhu, ich werd wieder angegriffen. Oh, einer ist umgefallen. Der ist jetzt pennen gegangen. Der kommt gleich wieder. Oh, haben sich gleich drei verabschiedet. Drei getötet. Tot am totesten. Diese Feuersperre sind leistungsfähige Waffen. Versteht ihr? Seht ihr? Ihr solltet mir danken, dass ich sie aufgehoben habe. Niemand hört zu. Doch, er. Oh! Ich würde mal sagen, Kalgan oder Kulgan oder wie auch immer, du würdest, glaube ich, gegrillt. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Du warst schon so vorsichtig gewesen, du Idiot. Du warst zu vorsichtig. Flammenspärchen. Und der Einheit ist am Arsch. Toter am totesten. Nein! Es darf nicht sein! Narren! Wir müssen uns zurückziehen und unsere Truppen neu aufstellen! Hurra! Wir haben es geschafft! Dank dieser Feuersperre! Gute Arbeit, Ryo. Es sieht so aus, als ob eure erste Schlacht ein Sieg war. Wir haben eine kurze Ruhepause verdient. Sprich, saufen. Genau. Die Heilenarmee ist müde vom langen Kampf. Sie werden möglicherweise morgen früh oder später wieder angreifen, nachdem sie ihre Truppen ausgeruht haben. Irrtum!
Die Heilerarmee! Die Heilensoldaten! Greifen wieder an! Panik! Was? Das ist Wahnsinn! Diese erschöpften Truppen dazu zu zwingen, erneut anzugreifen! Dieser Luca steckt voller Überraschung. Das könnte schlimm werden. Nun, wir können nur kämpfen. Wir können sie nicht gewinnen lassen. Okay, sind alle bereit? Warte einen Augenblick. Beeil dich, Ryu. Ich gehe erstmal vorsichtshalber speichern, bevor ich die Flatter mache. Ich würde jetzt eigentlich die Flatter machen. Schau mal auf die Uhr, du hast eine Stunde schon aufgenommen. Stimmt. War ja auch geplant. Der Urbanus, so langsam aber sicher, macht meine Stimme nicht mehr mit. Achso. Ja, es ist doch ein bisschen schwer, den guten Victor zu sprechen. Um einfach mal Final Fantasy 9 von mir mal wieder so ein bisschen anzupriesen. Also kannst du noch oder kannst du nicht? Nö. Na gut. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und das ist LP. Blattrix FB.